Ich meine, die Diskussion über den Täter wäre äußerst wichtig, auch für mich auch als Chamberpräsident. Also es ist fundamental, dass man im Kontext von der nächsten Chamberwahlen, dass da alle einzelnen Parteien sich positioniert und sieht, wie hier Position zum Ausländerwahlrecht für die Chamberwahlen ist. Und da muss ich gucken, ob ich am Laufe der nächsten Legislaturperiode hier eine Majorität kriegt, weil da muss eine große Majorität gehen, weil es hier auch um eine Verfassungsänderung geht. Nach einem das ein sensibles Sujet, wo man auch muss natürlich die letzten Bäuer so eng wie möglich mitarbeiten.